Die 960-Weltmeisterschaft in Island begann erstmal mit allgemeinem Gelächter. Es werden ja eine Viertelstunde vor Beginn der Partien die Stellungen ausgelost und den Spielern präsentiert. Und zwar nicht von jetzt auf gleich, sondern eine Figur nach der anderen. Und zwar von links nach rechts, eine nach der anderen. Und so sahen die Spieler erstmal auf A1 und A8 einen Turm und 2 Sekunden später oder so sahen sie dann hier einen Springer und dann einen Läufer und es sah halt danach aus, als würde die normale Anfangsstellung ausgelost. Und insofern mussten dann erstmal alle kichern. Es ging dann doch etwas anders weiter. Dann erschien auf der D-Linie ein Läufer, der König auf E ist auch richtig, aber die Dame hat auf F nicht so richtig was zu suchen. Turm und Springer sind hier auch vertauscht. Trotzdem haben wir eine Anfangsstellung, die relativ nah an der normalen ist. Wenn man die Maschine hier ein bisschen rechnen lässt, dann kommt die in vielen Abspielen an Stellungen an, die uns ans Damengambit erinnern, zum Beispiel. Die also relativ schnell sehr, sehr normal sind. Das sollte zwischen Hikaru Nakamura und Matthias Blühbaum allerdings nicht passieren. Da war von ruhigen Partien keine Spur. Das war sein Auftaktgegner, Matthias Auftaktgegner bei der Schach 960 WM. Es werden Matches gespielt über 2 Partien, Mini-Matches, mit einer Bedenkzeit von 40 Minuten plus Increment, also ein bisschen langsamer als Schnellpartien, aber ein bisschen schneller als klassische Partien, so ein Mittelding sozusagen. Und Matthias Blühbaum ist ja in der Todesgruppe, wie ich gestern schon gesagt habe, ne? Hikaru Nakamura und Magnus Carlsen und dazu der gewiss nicht schlechte russische Großmeister Wladimir Fedoseev, auch so ein 2700er. Und eben Matthias Blühbaum, der nominell der Außenseiter in dieser Gruppe ist, der aber sich durch eine sehr starke Qualifikation gekämpft hat. Also zum Beispiel hat Matthias Blühbaum in der Qualifikation Vincent Keimer hinter sich gelassen und sich damit das Recht erkämpft, nun in Island in diesem erlesenen Feld mitzuspielen. Beim Auftaktmatch gegen Hikaru Nakamura ging seine erste Partie verloren. Ich habe mit mir gehadert, ob ich nicht euch die erste Partie zeigen soll, denn die war, ja, die war wild und die war spektakulär, die war sehr, sehr stark. Matthias stand unter Druck, hat sich toll und erfindungsreich verteidigt und dann just im letzten Moment, als er es dann hatte und in Remis-Endspiel abwickeln konnte, da hat er dann diese letzte Chance dann verpasst. Und hat das Ding dann doch noch verloren, was sehr, sehr schade war. Aber die Partie war sehr, sehr lang und ich mag sie euch dann doch nicht antun. Wir gucken uns jetzt die zweite an. Um das Match noch unentschieden zu gestalten, musste Matthias Blühbaum mit Schwarz gegen Hikaru Nakamura gewinnen. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob ihm das gelungen ist. Hikaru Nakamura beginnt mit C4 im Schach 960. Zählen die gleichen Prinzipien wie beim Schach, das wir kennen. Wir beherrschen das Zentrum, wir entwickeln unsere Figuren und wir kümmern uns um Königssicherheit. Etwas, mit dem Hikaru Nakamura gleich Probleme bekommen wird. Die Rochaden sind beide möglich. Entweder in diese Richtung oder in diese Richtung und der Turm springt rüber. Aber es muss halt vorher dazwischen geräumt sein. Also die Dame muss ziehen. Und dann ist die Rochade möglich. Das ist, wenn ich gerade noch einmal zurückgehen darf, in der Computervariante, die ich euch gerade gezeigt habe. Die Maschine möchte hier Dame B4 Schach spielen, was ja eigentlich den Prinzipien, die wir so beim Schach kennen, widerspricht. Wir bringen ja unsere Dame nicht zu früh raus, weil die dann eigentlich immer nur Tritte von den gegnerischen Leichtfiguren bekommt. Hier ist die Idee von Dame B4 allerdings, dass es dann direkt die kurze Rochade möglich macht, wie wir dann auch in den weiteren Zügen dieser. Und eben das gleiche hier auch mit weißem Dame E2. Und dann kann Schwarz rochieren und Weiß rochiert. Und wir haben eine relativ ruhige Stellung mit beiderseits kurzer Rochade. Okay, C4, E5. Wir kämpfen ums Zentrum. G4, das ist ein Zug, den wir im normalen Schach nicht so häufig sehen. Aber das gibt hier vielleicht schon der Dame einen Weg nach draußen. Und mit dem Turm dahinter kann man G4 durchaus spielen. Das ist trotzdem zweischneidig, weil es natürlich schon die Optionen für den König
verkleinert. Ne? Also jetzt sind eigentlich schon nach C4 und G4 beide Rochaden kritisch. Egal, ob er nur kurz oder lang rochiert, seine Königsstellung wird ein wenig aufgeweicht sein. Also sehr ambitioniert, vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Nicht, dass das hier schon irgendwie die Waage groß aus dem Gleichgewicht bringen würde. Aber es ist schon zweischneidig, möchte ich mal sagen. Schon im zweiten Zug kann man das hier feststellen. G4, D6. Matthias spielt das ganz solide. Springer C3, F5. Ja, auch für Matthias gilt und generell in 960 gilt, man muss gucken, dass einem die Dame nicht abgeklemmt wird. Die braucht Optionen, in die Partie zu kommen. Das passiert ganz leicht, wenn die Dame am Anfang am Rand steht, dass man sich entwickelt und irgendwann stellt man fest, huch, meine Dame kommt gar nicht ins Spiel. Da muss man drauf achten. Und so starke Spieler wie diese beiden tun das natürlich. Und Matthias bekämpft gleich mal diesen G4 und schafft hier seinen Läufern freie Bahn, der Dame auch. Es gilt natürlich das Gleiche, was ich eben bei Hikaru gesagt habe. Es wird jetzt wahrscheinlich die G-Linie aufgehen, wenn sich das tauscht. Und insofern, der schwarze König wird wahrscheinlich nicht mehr kurz rochieren, sondern der wird sich eher hier ein Plätzchen suchen, wenn es denn dazu kommt. G/F, Läufer F5, da ist gleich mal einer entwickelt. Der bekommt allerdings gleich einen Tritt, Springer G3. Und sein Läuferpaar und obendrein seinen guten Läufer möchte Schwarz natürlich nicht so gerne geben. Ne? Die schwarzen Bauern sind auf Schwarz festgelegt. Insofern ist dieser Läufer der Gute, weil der so schön zwischen den Bauern durchguckt. Den gibt man nicht so gerne her. Und insofern zieht Matthias den zurück und spielt Läufer E6 und wird dafür gleich ein bisschen gescholten von der Maschine. Die Maschine sagt, dass Weiß hier eine recht kräftige Möglichkeit hat in Form von Dame G2, was die Dame gleich ein bisschen ins Spiel bringt und den ungedeckten Punkt B7 anschaut. Und das Argument ist, also man könnte ja sagen, dann entwickle ich halt einfach eine Figur, dann ist das gedeckt und was willst du denn eigentlich? Aber dann kommt Läufer A4 und greift den an. Und Schwarz hat jetzt eigentlich nichts Besseres, als den Läufer zurückzuziehen. Und das zu decken ist alles noch keine Katastrophe. Die Partie läuft und ist alles gut. Aber Schwarz hat sozusagen ein Tempo verschenkt mit Läufer E6 und dann Läufer D7. Und das ist das Argument der Maschine, warum die Maschine sagt, dass Läufer E6 hier nicht so richtig genau ist. Dass wahrscheinlich Läufer D7 der etwas präzisere Zug ist. Aus menschlicher Sicht ist das schwer zu sehen, denn Läufer E6 sieht aus hier wie der natürliche Zug. Ne? Ist das aktivere Feld und greift hier einen an. Also natürlich spielt man hier Läufer E6. Und ich weiß auch nicht, wenn man die Maschine ein bisschen länger rechnen lässt. Man hat ja nach Dame G2 noch andere Optionen. Man kann auch C6 versuchen. Vielleicht ist das auch alles nicht so schlimm, aber die Maschine sagt ungenau, Matthias. Okay, Hikaru spielt hier sehr menschlich weiter mit E3, kontrolliert ein paar Zentrumsfelder, gibt seinem weißfeldigen Läufer eine Bahn nach draußen. Matthias setzt seine Entwicklung fort und auf der weißen Seite ist hier schon ein Problemkind, der Läufer C1, der jetzt hinter seinen auf Schwarz festgelegten Bauern eingesperrt ist, der muss über die lange Diagonale ins Spiel kommen. E3. Weil sich natürlich fragt, ob der nicht dann immer noch ein Problemkind ist, denn das ist so eine Faustregel im Schach, wenn der Gegner einen Läufer fianchettiert hat, also eine Faustregel, die wir aus dem Spanischen oder Italienischen zum Beispiel kennen, dann ist diese Formation einfach sehr wirksam, um den Zahn zu ziehen auf seiner langen Diagonale. Springer G6 entwickelt sich weiter, Läufer H5. Auch wieder ein zweischneidiger Zug. Läufer H5 fesselt den an, entwickelt den Läufer einerseits. Andererseits haben wir hier jetzt weißfeldrige Löcher. Und Matthias stellt sich da sofort drauf. Springer B4. Bedroht eine Springergabel. Na, die machen wir lieber rot, die hängen.
Und die ist schon gar nicht so leicht zu parieren. Also wie soll man das Feld C2 decken? Da bleibt dem Weißen eigentlich nicht viel, als seine Rochade aufzugeben. König D1. Das wird Hikaru vorhergesehen haben. Schwarz kann ja auch argumentieren, der schwarze Springer steht ein bisschen im Abseits und der König, der möchte eh hier ein sicheres Plätzchen finden. Und im Gegenzug hat ja Weiß diese Fesselung aufgebaut, mit der er arbeiten sollte. Nur sollte er das jetzt auch tun und wirklich konkrete Drohungen aufstellen. Und zwar in Form von F4. Das wäre tatsächlich ganz kräftig. Aber ich kann gut verstehen, dass Hikaru das nicht gespielt hat, denn da muss man erstmal drauf kommen, dass das kräftig ist. Also F4 droht natürlich F5 und dann mit dieser Fesselung zu arbeiten. Und nebenbei auch noch mit einer Gabel, ne? Also man kann hier nicht einfach rausrochieren, dann gabelt es auf F5. Insofern muss man gegen diesen Vorstoß F5 was machen. Aber es bietet sich ja Läufer F5 an, was dann gleich wieder auf diese schwachen weißen Felder im weißen Lager guckt. Und ich kann sehr gut verstehen, dass Hikaru Nakamura das hier ein wenig mulmig war, als er das in der Vorausberechnung gesehen hat und dass ihm das überhaupt nicht gefiel. Wenn man jetzt die unbestechliche Maschine darauf ansetzt, dann sagt die, das ist gar nicht so schlimm. Es droht nämlich nichts. Die Maschine schlägt hier Läufer A3 vor. Und sagt, dann soll er doch reinspringen. Wäre sogar ein Fehler. Weiß nimmt dann diesen Läufer. Und wenn Schwarz dann tatsächlich den Turm fressen will auf A1, nach Springer E7, Dame E7, Springer D5, hat Weiß riesiges Spiel für das bisschen Material, das er gegeben hat. Und ob Schwarz diesen Springer aus in der Ecke retten kann, das ist noch sehr, sehr fraglich. Die Dame muss jetzt den Punkt C7 gedeckt halten. Die E-Linie ist offen. Diese Fesselung besteht auch immer noch. Also die Engine springt hier schon auf plus 9. Das überlebt Schwarz nicht. Naja gut, aber wenn er den Turm nicht nehmen kann, dann ist das schwarze Konzept eigentlich schon gescheitert. Und einfach zurückschlagen, dann kommt Läufer G4. Und die Dame kann den Springer nicht gedeckt halten. Den nimmt dann im nächsten Zug der König weg. Das ist auch nicht toll. Und insofern, dieses, was so bedrohlich aussieht, dieses sich auf die schwachen weißen Felder des Weißen stellen, das funktioniert taktisch gar nicht. Ich nehme an, dass Hikaru an dieser Stelle schon abgebrochen hat und gesagt hat, nee, das kann es nicht sein. Und darum auf F4 verzichtet hat. Aber F4 wäre hier der Zug, um tatsächlich Weißen Vorteil nachzuweisen. Und diesen Vorteil hat Weiß, weil Matthias in dieser Stellung den eigentlich sehr menschlichen Entwicklungszug Läufer E7 zieht, der nun die lange Rochade vorbereiten soll. Aber F4 wäre jetzt hier gut gewesen. Und Matthias wird das auch berechnet haben. Und der wird auch gedacht haben, ja, okay, dann kommt halt F4, aber das ist egal, weil dann spiele ich Läufer F5, dann ist F5 gestoppt und ich stehe hier auf den weißen Feldern und muss doch gut für Schwarz sein. Ist gar nicht gut für Weiß, sagt die Maschine. Ist gar nicht gut für Schwarz, sagt die Maschine. Und aus dem Grund war wahrscheinlich Läufer E7 eine Ungenauigkeit und Schwarz hätte hier mit Läufer H4 fortsetzen sollen und die lange Rochade vorbereiten sollen. Die Idee ist, dass wenn Weiß jetzt sein F4 spielt, dann kann man erst auf G3 tauschen und dann Dame F5 sogar spielen und sich hier auf die weißen Felder stellen es droht sogar die Dame hier einzusteigen und bei Schwarz ist alles okay, mehr als das. Jetzt hat hier Weiß tatsächlich ein Problem und kommt auch am Königsflügel nicht so richtig weiter. Läufer H4 wäre besser gewesen, weil nach Läufer E7 F4 gut ist. Aber F4, wir verstehen, warum er den nicht gespielt hat. Hikaru, sehr menschlich, will erstmal diesen Springer rausschmeißen und sich dann mit seinem König hier in Sicherheit begeben. Und natürlich den Läufer auch noch entwickeln. Dame E2. Stellt erstmal die Dame aktiver. Matthias entwickelt sich. Aber wir können feststellen, dass die Eröffnung exzellent für Schwarz gelaufen ist
Und dass die weißen Puppen überhaupt nicht harmonisch stehen. Ne? Die weiße Rochade ist kaputt. Der weiße König hat hier kein sicheres Plätzchen. Ganz im Gegenteil zum schwarzen König, der da hinter seinem Bauernwall wunderbar sicher steht. Die halboffene F-Linie, die könnte für Schwarz eine Rolle spielen. Hier steht schon ein rückständiger Kollege, der hat halt eben versäumt, energisch vorzumarschieren. Und jetzt muss der aufpassen, dass er nicht rückständig und eine Schwäche und ein Ziel wird. Das sieht beim Weißen alles nicht so richtig harmonisch aus und beim Schwarzen sehr wohl. Schwarz hat hier einen leichten Vorteil. Schwarz ist besser aus der Öffnung gekommen. Läufer G4. Ja, diese Fesselung, die hat dem Weißen nun nichts gebracht. Und jetzt versucht Hikaru, den guten weißfeldrigen Läufer des Schwarzen vom Brett zu nehmen. Auch mit dem Hintergedanken, dass er hier ja mal ein potenzielles Feld für den Springratten Vorposten. Wenn Weiß irgendeinen Trumpf finden will in diesem Mittelspiel, das Feld D5 könnte einer sein für einen Springer. Und dafür versucht er dann die weißfeldigen Läufer aufzulösen. Obendrein der weißfeldige Läufer des Weißen ist eher ein trauriger Geselle. Hier spielt Dame F7, deckt den. Läufer B2. Schwarz-Weiß muss ja noch seine Entwicklung vollenden. König B8 stellt erstmal den König sicher. Springer GE4. Zentralisiert ein wenig. Springer H4. Und Matthias wird jetzt langsam aktiv. Nach einem Abtausch der weißfeldigen Läufer will er hier vielleicht mal auf dem Feld G3 einsteigen. Außerdem räumt er seinen G- und seinen H-Bauern für eine potenzielle Offensive am Königsflügel. Dieser liegt auch noch in der Luft. Und es bleibt dabei, das ist alles sehr, sehr angenehm für Schwarz, ohne dass jetzt bei Weiß schon irgendwie riesig was angebrannt ist. Aber Schwarz hat das bessere Spiel. Läufer E6, Dame E6, Springer D5. Da ist der Vorposten und die Ansage, ja, Weiß hat aber auch zumindest eine Sache, mit der er arbeiten kann. Der Springer auf D5 ist sozusagen der Stolz der weißen Stellung. Der einzige. Turm DF8. Da ist schon die halboffene F-Linie. Da ist ein Ziel und da ist auch ein Feld, wo man sich mal einpflanzen kann. Und Hikaru wollte das partout vermeiden und spielt hier Turm G3, um das zu verhindern. Ist vielleicht auch eine Ungenauigkeit. Ich habe dem hier ein Fragezeichen, Rufzeichen gegeben, wie ihr in der Notation sieht. Es ist vielleicht gar nicht so wichtig, die Kontrolle über das Feld F3 zu behalten. Und Weiß sollte stattdessen sehen, dass er seine Figuren ins Spiel bringt. Ich meine, die Türme müssen noch verbunden werden, der König steht noch schlecht. Vielleicht kann man hier sogar selbst mal aktiv werden. Vielleicht kann man auch, einen Maschinenvorschlag ist hier auch Dame G4 und einfach versuchen, die Stellung zu vereinfachen und sich in ein Endspiel zu retten und das dann irgendwie zu halten. Und in so einem Endspiel wäre dann auch E2 gar kein schlechtes Feld für den weißen König. Aber hier den Turm G3 ist wahrscheinlich, Turm G3 löst ein Problem, das so akut gar nicht war. Matthias entzieht erstmal seinen Läufer dem Einflussbereich des D5-Springers. Wahrscheinlich auch mit der Idee, auch wenn die nicht aufs Brett kam, den zu bekämpfen. Denn der schwarze Springer auf C6, ne, der ist tatsächlich die einzige nicht so tolle Figur, denn die weißen Bauern, die töten den ja quasi. Ja, der hat ja keine Felder, keine Perspektive. Der muss irgendwie zurück in die Partie und es ist sicher eine vernünftige Idee, Springer E7 zu spielen, den zu befragen. Und so sozusagen einen schlechten gegen einen guten Springer zu tauschen. König C2. Und hier wäre Springer E7 ein guter Zug. Also damit könnte Matthias durchaus fortsetzen und den vom Brett nehmen und dann stünde der Weiße wieder da. Aber Schwarz hat die Wahl. Dame F5, was Matthias spielt, ist auch nicht schlecht. Ne, auch ein sehr offensiver Zug. Wir haben hier eine Fesselung, einen angegriffenen Springer. Und der Druck auf F2 steigt, auch wenn der im Moment natürlich verteidigt ist. Und auch die Idee, vielleicht mal über F3 einzusteigen,
die ist jetzt auch wieder da. Auch wenn im Moment noch die Frage ist, was soll denn der überhaupt auf F3? Dame G4. Ja, Hikaru Nakamura spürt, ich stehe hier schlecht, ich habe Probleme. Ich würde gerne vereinfachen und mich in ein Endspiel retten und das dann irgendwie Remis halten. Nur das Endspiel wäre auch okay. Also wenn Schwarz jetzt hier die Damen tauscht, dann ist Weiß schon manches Problems ledig und hat hier eine etwas einfachere Aufgabe. Dame F7 Gold, richtig stärkster Zug, dem Damentausch ausweichen. Und jetzt hat sich die Dame ja sozusagen auch schon aufgestellt, um einen Tritt von Schwarz zu bekommen. Ne, wir haben schon darüber gesprochen, dass hier durchaus ein Vormarsch am Damenflügel, auch zum Beispiel mit G4, um dann dieses Feld wirklich endgültig zu kontrollieren und hier einen einzupflanzen. Das sind durchaus Ideen und jetzt käme H5 mit Tempo. Oder was heißt käme? Es kommt im nächsten Zug. Okay, Hikaru spürt, er hat Probleme. Eines davon ist der rückständige Bauer auf F2 und das Feld F3. Insofern spielt er F4, um die Chose hier aufzulösen. Und Matthias gibt der weißen Dame einen Tritt. Die zieht sich zurück. E schlecht F. Ja, wahrscheinlich ist hier E schlecht F der etwas bessere Zug. Auch wenn der nicht schön aussieht, ne, der macht ja die Wahl, also strukturell sieht er sehr, sehr schön aus, ne? Hier sehr unschön aus. So ein vereinzelter Bauer auf einer halboffenen Linie. Dass der dem Weißen nicht gefiel, kann ich gut verstehen, aber man hat durchaus noch auch ein paar Pluspunkte. Ne? Der Kollege auf D5 bleibt stehen. Vielleicht ist das hier mal ein Ziel. Schwarz steht sicher besser, aber E schlecht F war vielleicht das etwas kleinere Übel. Hikaru entscheidet sich für Springer schlecht F4. Und das ist halt auch wieder einer, der sich nur hinstellt, um einen Tritt zu bekommen. Er will halt diesen rückständigen Bauern auf der F-Linie nicht. Darum spielt er hier Springer schlecht F4. Aber das gibt Schwarz Gelegenheit voranzukommen. Und der H5, den sollte Schwarz nicht nehmen. Also G5 ist ja ein Bauernopfer, ein sehr starkes. Man könnte auf H5 nehmen, aber dann hätte Weiß wirklich seinen Stolz, den Stolz seiner Springung zum Stellung zum, ja weiß ich nicht, zum zur Peinlichkeit seiner Stellung verwandelt. Denn auf H5 spielt der Kollege nicht so richtig mit und muss sogar aufpassen, eingefangen zu werden. Also wenn jetzt Weiß hier, wenn Schwarz hier mit Springer E5 dann wiederum seinen Problemspringer, der ja irgendwie ein anderes Feld braucht, in die Partie bringt und Weiß denkt, okay, dann vertreibe ich den. Wenn er dann auf F3 einsteigt, über das Feld sprachen wir auch schon, dann stellt sich plötzlich raus, der H5 kommt gar nicht mehr in die Partie, der geht jetzt verloren. Also Springer schlecht H5 gewinnt zwar auf dem Papier einen Bauern, aber vor allem würde Springer H5 zwei Züge investieren, um die beste Figur schlecht zu stellen, und zwar ins Abseits. Und diesen Bauern, für den hat Schwarz hier locker Kompensation und mehr als das und steht ja besser auf H5 neben, fühlt sich ganz, ganz falsch an und wird Hikaru Nakamura auch gar nicht richtig erwogen haben. Er spielt hier Springer D5 und geht wieder zurück und hat ja immerhin sein kleines Ziel erreicht, diesen rückständigen Bauern auf der F-Linie loszuwerden. Aber andererseits, wenn Schwarz hier jetzt in aller Ruhe fortsetzt mit G4, dann kann er hier einen einpflanzen. Der Läufer auf der langen Diagonale des Weißen, der guckt einfach nur ins Leere, der macht nichts. Auch die beiden Springer, ich meine, ich sage immer Stolz der Stellung, aber wohin wirken die denn? Da ist auch nicht so richtig was los. Wohingegen der andere schwarze Springer jetzt auch eine Route zurück in die Partie hat oder alternativ Springer E7 spielen kann. Die F-Linie gehört dem Schwarzen und zwar komplett. Schwarz steht riesig und Schwarz hat's auch gar nicht eilig. So, -2,5, sagt die Maschine. Schwarz steht riesig. G4 in aller Ruhe. Matthias spielt hier Springer F3. Das ist nicht so richtig gut. Das deckt sich zwar auch mit den schwarzen Plänen, aber es ist überhastet. Man kann das mit G4 vorbereiten und Weiß hat ja keine Ansatzpunkte. Auch der hier ist eine ganz traurige Figur. Und er hat ein Feld, nämlich wieder zurück, um dann vielleicht mal um die F-Linie zu kämpfen. Springer F3 gibt dem Weißen eine taktische Chance. Springer DF6 kann Weiß hier spielen.
Und dann hängt er. Und Weiß kriegt es hin, den ganzen Kram aufzulösen und seine schlechten Figuren vom Brett zu kriegen. Ne, wenn sich das dann auflöst, Läufer F6, Turm F3, gefesselt, Dame G6. Aber dann kann Weiß den F6 nehmen, Schwarz nimmt den E4, Dame D3. Und plötzlich ist die eben noch deutlich bessere schwarze Stellung total ausgeglichen. Wenn wir jetzt hier in ein Endspiel gehen, steht sogar der weiße König viel besser als der schwarze. Der schwarze Springer ist immer noch nicht so toll. Und die ganzen weißen Figuren, die Probleme hatten, die sind plötzlich alle vom Brett und der schwarze Druck ist auch verschwunden. Und die Stellung ist ausgeglichen. Springer DF6 war hier die Chance für Weiß, sich dieser ganzen Probleme zu entledigen, auf taktische Weise. Und das Ganze in ein ausgeglichenes Endspiel zu führen. Ein Glück, Hikaru Nakamura hat's übersehen und spielt die richtige Idee, aber den falschen Zug, Springer EF6. Und Springer EF6 funktioniert nicht so gut. Auch wieder, wir nehmen den weg. Aber wenn Weiß jetzt, wie in der Variante eben, auf F3 nimmt, dann hat Schwarz das hässliche Zwischenschach. Dame G6 Schach. Dame G7. Und diese Stellung wiederum ist viel, viel besser für Schwarz immer noch. Denn jetzt steht der weiße König immer noch im Feuer. Jetzt gehört die F-Linie immer noch dem Schwarzen. Und auch diese Majorität hier, die wird eine Rolle spielen. Hier bildet sich Schwarz mittelfristig einen Freibauern. Schwarz hat deutlich einen Vorteil. Dank des Zwischenschachs. Dame G6 Schach. Das ist der Unterschied, welchen Springer man nimmt. Wenn man den E-Springer nimmt, wie es Hikaru gemacht hat, dann hat Schwarz in vielen Varianten, ich zeige euch jetzt nicht alle Abspiele, das ist zu viel, dieses Zwischenschach Dame G6, das wird gleich auch nochmal eine Rolle spielen. Das ist der Grund, warum hier Springer DF6 der bessere Zug ist, der die Partie dann ausgleicht und mit der sich Weiß dann sozusagen rettet. Hikaru spielt Springer EF6, Läufer F6, ja, Turm schlecht F3, Dame G6 haben wir gerade gesehen, führt zu einer deutlich besseren Stellung für Schwarz. Also spielt der Springer F6, aber das sollte ihn auch nicht retten, denn hier ist wieder dieses Dame G6 Schach. Und ja, Dame D3 kann man hier schlecht spielen als Weißer, denn dann nehmen wir den raus, spielen Springer E5 Schach. Und plötzlich ist der hier ungedeckt, den nimmt Weiß im nächsten Zug raus und hat den Schwarz raus. Und dann hat Schwarz eine Mehrfigur. Also Dame D3, wie wir eben gesehen haben, geht nicht. Weiß müsste D3 spielen. Und jetzt kommt ein schöner taktischer Trick. Springer CD4. Gabel. Und Weiß kann den zwar zweimal nehmen, diesen Springer, also es geht nicht die Dame verloren, aber am Ende hat Schwarz halt wieder diesen. Und wenn sich das dann hier alles auflöst, Dame F6, jetzt hängt der. Der weiße König steht unsicher. Schwarz beherrscht die F-Linie. Und was auch noch schwer wiegt, die zweite Reihe ist offen. Und es gibt hier, also wenn Weiß zum Beispiel sich jetzt hier trauen würde, auf H5 rauszunehmen, und Weiß hier, der Turm auf A1 hängt, der muss ziehen. Und dann liegen auch noch solche Sachen in der Luft. Direkt Turm F2 könnte Weiß mit Turm E2 kontern. Darum ist hier am allerstärksten erst Turm H8 zu spielen. Und die weiße Dame sozusagen einzuladen, auf G5 zu nehmen. Und dann spielen wir Turm F2. Und ihr seht jetzt, ihr könnt jetzt ahnen, der weiße König überlebt nicht. Die zweite Reihe ist locker. Das ist auch ein Faktor, warum Dame G6 so stark ist. Und D3 provoziert, was dann in der Folge dazu führt, dass auch auf der zweiten Reihe Schwarz Spiel gegen den weißen König bekommt und Schwarz steht riesig. Wenn Weiß hier mit König C3, wir haben jetzt eben gerade gesehen, wenn Weiß auf H5 nimmt, ne? Wenn Weiß stattdessen den D4 Bauern, den Hängenden, deckt mit König C3, dann hat Schwarz in Ruhe G4 wieder und hat alle Zeit der Welt. Hier liegen noch Fesselungen in der Luft. Die F-Linie ist offen. Die weißen Schwerfiguren sind unkoordiniert. Der hier ist ganz traurig, ne? Hat wieder keine richtigen Felder. Schwarz steht riesig. Dame G6 Schach. D3 provozieren. Und dann Springer D4 Schach.
Ja, Matthias hat die taktische Idee, Springer D4 gesehen und spielt sie auch, aber leider in der falschen Reihenfolge. Er muss hier erst Dame G6 Schach spielen. Er spielt direkt Springer CD4. Und dann ist es nicht ganz so schlimm für Weiß. Dame F6, denn hier kann Weiß auf H5 nehmen und auch Dame D4, Turm E1 spielen. Und der Vorteil gegenüber Varianten, die wir eben gesehen haben, ist, Schwarz hat zwar die F-Linie, aber es ist die zweite Reihe nicht offen und der weiße König ist sicher. Naja, halbwegs sicher. Schwarz kann hier noch Dame C5 spielen. Dann hängt der A3 und ne, wenn Weiß den dann mit A4 deckt, dann hat die Dame hier durchaus noch Möglichkeiten einzusteigen und Schwarz bleibt am Drücker. Wir sind jetzt wieder in der Nähe des Ausgleichs durch seinen Dame G6, das er verpasst hat. Ist der Großteil des schwarzen Vorteils dahin. Aber Schwarz hat hier durchaus noch eine Initiative und der weiße König ist immer noch locker und Schwarz kann hier noch kneten und spielen und wie wir ganz am Anfang gesprochen haben, Schwarz muss ja gewinnen, um das Match unentschieden zu gestalten. Aber leider, leider zog Matthias hier Turm H8 und nicht Dame C5 und jetzt löst es sich auf. Dame schlägt G5, Turm H2 und die zweite Reihe ist halt zu. Dem König droht nichts. Und Weiß kann hier in Ruhe Dame E3 spielen und sich konsolidieren. Und es ist nichts mehr los. Und das sah Matthias auch ein und bot nach Dame schlägt E3 remieren. Ne, Weiß nimmt die Dame jetzt zurück und wir haben einen Doppelturm im Spiel mit 4 gegen 4 total symmetrisch. Da ist gar nichts mehr los. Die Stellung ist unter 2700 Großmeistern, ist die totremiert. Die beiden einigten sich auf Unentschieden und Matthias hatte das Auftaktmatch bei der 960-Weltmeisterschaft gegen Hikaru Nakamura leider verloren. Auch das nächste Match sollte er leider verlieren gegen Wladimir Fedoseev. Da hat er seine einzige schlechte Partie in dem Turnier gespielt. Die erste, die hat er verloren. In der zweiten hat er den Fedoseev dann mehr oder weniger eingestampft, aber ist nicht ausgeknipst. Die wurde dann auch nur Remis und so hat er auch das Match zu ein halb verloren. Sehr, sehr schade. Heute, wenn ich den Turnierplan, ich kann es noch gar nicht richtig glauben, aber wenn ich den Turnierplan richtig gelesen habe, spielt Matthias Blühbaum heute zwei Matches gegen Magnus Carlsen. Also so habe ich es auf Chess24 gesehen. Müsste ja eigentlich stimmen, was da steht. Ne? Heute 17 Uhr. Erst das erste Zwei-Partien-Match gegen Magnus Carlsen und dann das zweite Zwei-Partien-Match gegen Magnus Carlsen. Matthias ist gut genug da was zu holen, wenn es gut läuft. Also wollen wir ihm mal die Daumen drücken. Und wenn wir noch den Traum weiter träumen wollen, dass er es vielleicht ins Halbfinale schafft, dann muss er heute eines der Matches gegen Magnus Carlsen gewinnen. Seien wir gespannt. Und ich werde euch darüber auch auf dem Laufenden halten. Das ist heute ab 17 Uhr, wenn ihr live zugucken wollt. Es gibt auch zwei Livestreams. Der von Chess24 ist sehr, sehr schön mit Peter Leko und Nils Grandelius. Den von Chess.com habe ich gestern nicht gesehen. Ich habe Chess24 geguckt, aber ich nehme an, der ist auch sehr schön. Die haben ja immer eine hochwertige Produktionsqualität und gute Leute da sitzen. Also das lohnt sich bestimmt, da mal zuzuschauen. Das ist erstmal der erste Report von der Schach 960 WM. Es wird auch heute bei den Perlen noch ein Bericht online gehen. Den verlinke ich euch in den Kommentaren, sobald er fertig ist. Für den Moment erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Blühbaum sehen wollt, findet ihr in der Blühbaum-Playlist. Ansonsten danke und bis bald auf diesem Kanal. Macht es gut, ade.